Okay, es geht weiter. Boah, ich habe schon davor einmal die Aufnahme gestartet und hab mich total verlaufen in diesem Meer. Aber erstmal kurz zeigen die Karte, wo man hin will. Und ich will zur Stadt Crescent. Die muss irgendwo hier unten sein. Oder das da ist Stadt Crescent. Aber dafür müssen wir erst aufs Schiff. Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Sind wir da? Nein, da müsst ihr noch ein bisschen weiter. Also Select B müsst ihr gleichzeitig drücken. Okay, jetzt. Okay. Sind jetzt da? Nein, da müsst ihr noch ein bisschen weiter. Also jetzt sind wir in der Elfengegend, wo die Elfenstadt war. Welche Level sind die alle jetzt? Level 33. Ich speichere das einfach mal. Ach, das hat so lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie ich hier weiterkomme. Hier komme ich zur Elfenstadt. Wie ihr wisst ja. Okay, dann muss ich noch bisschen weiter nach rechts. Dann die Küste hier entlang. Ich habe immer diese Probleme mit, dass ich Select und B gleichzeitig drücke. Eigentlich müsste das funktionieren. Okay. Hier muss eine Andockstelle sein. Ach, hier. Jetzt müssen wir hier unten weiter. Und wo ist die Stadt? Kannst du mal weggehen? Sehr komisch. Gibt es da oben jetzt neue Gegner? Ah, das ist der Skorpion, den ich meinte. Jetzt kann ich eigentlich den auch mal live zeigen. Ach, Mann. Boah, hätte es lange gedauert. Aber es ist schon krass, dass ich schon bei Part 9 bin und so weit gekommen bin. Die meisten sind noch gerade bei Part 28, 30 so. Heftig, heftig. Wieder diese fucking Hill-Gigas. Ach, leck mich. Okay, jetzt alles nach unten. Maus bitte weg. Nervst nur etwas. Warte, wie viel Geld habe ich eigentlich? Zu viel. Ein Chocobo würde echt nicht schaden, Leute. Okay, jetzt haben wir die Stadt erreicht, hoffe ich jetzt mal. Ja, die Stadt Crescent. Endlich! Was kann man kaufen? High Potions hole ich mir ein paar Mal. Ich habe sowieso genügend Geld. Phönixfeder brauche ich auch noch so 5 Stück. Ein Zelt noch. Habe ich sowieso noch genügend Geld für alles andere. Ach, die idyllische Musik. Kaufen. Mithril-Panzer, Mithril-Schild, Rundschild, Mithril-Helm, Mithril-Handschuh. Okay, dann rüste ich das jetzt auch mal aus. Ein Mithril-Krieger. Hey! Ein Grabstein. Ein Grabstein. Ohne Namen oder was? Kaum ist mein ehrenwerter Gatte von seinen langen Reisen wieder zurück, pennt er den ganzen Tag nur. Wenigstens ein bisschen könnte er sich doch um den Haushalt kümmern. Ich hab's doch auch nicht einfach. Ja, ich hab's auch nicht, ja. Blitzgar hier. Vernichte instanten einen Gegner. Das ist doch mal geil. Also wie ihr seht hier, BM ist nur für diese Klasse. Ich weiß nicht, was das heißt. Vielleicht wisst ihr das ja. Ich mache mal Beben. Und hol jetzt noch die weiße Magie. Ich habe ja sowieso genügend Geld. Halt den Zustand Stein. Ich wusste es doch. Proterra kann sie lernen. Kann sie auch gebrauchen. Da muss sie nicht jedes Mal Goldnadel kaufen. Yep. Beemo. Ist klar, Beemo. Und Waffen.
Mithril Schwert, Mithril Hammer, Mithril Schwert. Ich hol einfach mal, weil ich das Geld dazu habe. Rüsten, sehen wir uns mal das an. Mithril Axt, Mithril Schwert. Ja, ist doch mehr, hat doch mehr Kraft, also gut, gut, gut. Warum stehst du bei den Gräbern? Schläft die ganze Zeit ein Grabstein. Er kann im Stehen einschlafen, kann ich auch. Ich kann auch irgendwo anders hin, hallo? Wie klein ist die Stadt, verdammt? Seid stark in euren Glauben, mögen die Götter euch gnädig sein. Wieso sollen die Götter uns gnädig sein? Haben wir was Böses getan oder was? Wo zum Geier soll ich hin? Ach, schlafen wir einfach mal. Und man soll mindestens Level 26 oder 29 ja sein und ich bin schon Level 34, schätze ich jetzt mal. Es wird eine klasse Sache sein, wenn ich da drin wieder bin und wieder rumkämpfen muss. Ach. Ach, wir gucken uns mal das an kurz. Ich meine, die Monsterfibel eigentlich. Monsterfibel. Hyäne. Haben wir auch gefunden. Gut so. Troll. Alterschleim. Ogamagus. Sphinx. Todbringer. Das haben wir alles gefunden. Das ist gut. Mir fehlt noch 49 Monster, habe ich alle gefunden. Das ist gut, gut, gut. Darüber freue ich mich wirklich. Oh. Aber wo zum Geier soll ich hin? Hier soll mich eigentlich jemand unterrichten, dass ich irgendwas machen soll oder so. Ah, da. Die 12 Weisen. Von denen hören wir jetzt mal ein paar Geschichten. Das Chaos der Erde lässt den fruchtbaren Boden dieser Welt verrotten. Selbst den Strom der Zeit versuchen die vier Chaos zu beherrschen. Vor 400 Jahren erschien das Chaos des Windes und vor 200 Jahren tauchte das Chaos das Wasser auf. Durch ihre Machenschaften war die Zivilisation des Nordes dem Untergang geweiht. Die Quelle ihrer Kraft beziehen die Kristalle aus den vier Altären, die über die gesamte Welt verstreut sind. Die vier Chaos, die sich der Altäre ermächtigt haben, verdecken den heiligen Schein der Kristalle. Feuer, Erde, Wasser, Wind. Alles auf dieser Welt entsteht aus diesen vier Elementen. Vier Kristalle existieren auf dieser Welt, doch ihr strahlender Glanz scheint erloschen. Die vier Chaos überschatten mit ihren finsteren Machenschaften den schützenden Glanz der Kristalle. Wir sind die 12 Weisen, die Veränderung der Gestirne am nächtlichen Firmament und die ausgesprochene Prophezeiung führten uns in dieses Land. Ihr habt das Chaos der Erde besiegt. Der Kristall erstrahlt wieder in seinen alten Glanz. Menschen, Elfen und Zwerge, sie alle werden es euch danken. Doch noch ist die Gefahr nicht gebannt. Das Chaos des Feuers ist durch die Unruhen 200 Jahre zu früh erwacht. Nehmt dieses Kanu. Euer Schicksal führt euch zum Vulkan Guruk. Kanu halten. Yeah. Jetzt müssen wir damit rumschippen, bis wir zum Vulkan Guruk kommen. Westlich dieser Stadt steht der Vulkan Guruk. Das Chaos des Feuers, das so lange Zeit dort geschlafen hat, scheint 200 Jahre zu früh erwacht zu sein. Vernichtet es, bevor es zu spät ist und es unsere Welt in einem Meer von Flammen untergehen lässt. Bringt uns die vier leuchtenden Kristalle. Nur ihr Kämpfe des Lichtes seid dazu in der Lage. Okay, es ist eure Aufgabe, das Leuchten der Kristalle wiederherzustellen. Seid auf der Hut und kommt hierher zurück, sobald ihr eure Taten vollbracht habt. Einige Rätsel werden wir bis dahin gelöst haben. Das Chaos des Feuers wird ihr in ein Lodernfeuer. Ja, okay, und du? Lucan, mein Name ist Lucan. Ich kann sie spüren und ich kann sie sehen. Die immer wiederkehrende Seele des Bösen. Gleichwohl gibt es Hoffnung. Denn ein schwacher Lichtschimmer beleuchtet den Weg, der uns aus der Dunkelheit führt. Okay, Lucan, okay. Geht klar. Jetzt haben wir ein Kanu. Damit machen wir mal eine geile Reise. Krokodil und Hydra. Die Gegner sind auch anscheinend hier stark, meinen die.
Aber anscheinend für mich nicht. Werden die ja sowieso gleich sehen. Was habe ich euch gesagt? Und 3 Schaden. 3 lächerliche Schaden habe ich von denen bekommen. Hydra, Hydra, Hydra. Hütte halten, danke. Din, 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 din. Okay, da gibt's nichts, da wissen wir ja schon. Schwimmen wir ein bisschen hin. Okay, was gibt's da unten? Okay, hier kommen wir zur Wüste, oder wie? Okay, merke ich mir. Okay. Ein Küsschen. Oh, nicht diese fucking Monster. Oh, Blitzka. Oh, nicht diese fucking Monster. Ich hasse die. Und wie die ja da... Hä, wie die hässlich... Oh, die sind echt... Die sehen ja in dieser Version echt hässlich aus. Als normal. Egal, Blitzka. Stirbt. Okay, dann müssen wir den anderen Weg gehen. Ha 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 ha. Das ist ein Kinderspiel. Komme ich zum Berg da oder komme ich da woanders hin? Okay, da komm. Sag jetzt nicht, da komme ich raus. Okay, da komme ich raus. Wo ist der fucking Berg? Okay, ich bin wo ganz anders. Kommt es jetzt mir so vor? Ja, ich bin einer sehr un... Dieser Ort war so unwichtig. Schnell erledigt, gut, gut, gut. Um mal kurz zu sehen, komme ich da... Ja, ich komme da raus. Also muss ich den anderen Weg gehen. Da komme ich auch raus. Okay, da muss ich den ganz anderen Weg nehmen. Egal, ist ja gut, dass man alles zeigt. Ah. Ich will noch bis zum Berg Guruk machen und dann mache ich sowieso einen Cut. Okay, muss ich den anderen Weg gehen hier? Sag mir jetzt nicht, das führt mich nach draußen. Da ist ja der Berg. Okay, im nächsten Part geht es hier weiter. Tschüss.